jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Anne Gellinek. Guten Abend. Die Warnung könnte drastischer nicht sein. Wenn Sie sich entscheiden, in einem dieser Evakuierungsgebiete auszuharren, werden Sie sterben. So formuliert es die Bürgermeisterin der US-Stadt Tampa in Florida. Betroffen sind über 5 Millionen Menschen im ganzen Bundesstaat. Wirbelsturm Milton rast auf die US-Golfküste zu mit Sturmfluten, immensen Regenmengen und Windgeschwindigkeiten von über 250 Kilometern pro Stunde. Heute Nacht oder morgen früh unserer Zeit soll Milton an Land treffen. Der Hurricane ist aber auch gefährlich für den US-Wahlkampf. Joe Biden sagte blitzschnell seinen Deutschlandbesuch ab, um bloß keine Bilder eines Staatsbanketts zu liefern, während zu Hause ein Sturm wütet. Heike Slanski berichtet. Florida ist Wetterkummer gewohnt. Ein Tornado ganz nah an der Autobahn in den Everglades als Vorbote des Jahrhundertsturms. Denn mit Hurricane Milton, so zeigt es ein Reporter des Wetterkanals in einer Animation, könnte die Sturmflut bis zu 2,70 Meter steigen. Ein neuer Höchststand. Lebensgefährlich. Verlasst eure Häuser, auch außerhalb eines Evakuierungsgebiets. Geht in ein Hotel zu Freunden. Wir wissen, dass das unangenehm ist, aber ihr werdet am Leben sein. Eine Schule südlich von Tampa umfunktioniert als Notunterkunft. Platz für 1000 besorgte Bürger, die ihr Zuhause verlassen haben und nicht wissen, was sie nach dem Hurricane vorfinden werden. Wir haben Decken, Snacks und Toilettenartikel mitgebracht. Einfach Dinge, die man normalerweise auf eine Reise mitnimmt. Aber wir haben uns jetzt natürlich auf das Nötigste beschränkt. Alle machen sich über dasselbe Sorgen, ob sie in ihr Haus anschließend zurückkehren können oder vielleicht nicht. Doch längst nicht alle folgen dem Rat der Behörden, die angesichts der bedrohlichen Lage kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Schreiben Sie Ihren Namen auf Ihr Bein, dann wissen wir später, wem wir Bescheid geben können. Seit Tagen wurden Lebensmittel gehortet, die Regale leergefegt. Auch das Benzin ist an vielen Tankstellen bereits ausgegangen. In Florida hat man schon viele Stürme kommen und gehen gesehen, doch dieser hier hat es in sich. So etwas haben wir noch nie erlebt. Ich bin seit 38 Jahren hier und noch nie wurden wir gezwungen zu gehen. Hier ist der einzige Ort, wo es noch Treibstoff gibt. Aus dem Weltall verfolgt die Crew der ISS das Auge des Hurrikans. Den Berechnungen zufolge steuert der Sturm in der zweithöchsten Stufe 4 an Land. Präsident Biden wendet sich auch heute wieder an seine Landsleute in Florida. Es ist wirklich hart, sein Zuhause, seinen gesamten Besitz zurückzulassen, aber ich fordere alle dringend auf, in den nächsten 24 Stunden sämtliche Sicherheitsanweisungen zu befolgen, denn es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Hurricane Milton steuert auf das beliebte amerikanische Urlaubsparadies zu. Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde könnten in der Nacht zu Donnerstag die Westküste Floridas verwüsten. Unsere Amerika-Korrespondentin Claudia Bates ist nach Miami geflogen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Claudia, hallo. Wie ist die Situation in Florida im Moment? Ja, wir sind hier ganz im Süden von Florida und selbst hier windet es schon sehr. Der Regen soll auch gleich einsetzen und an der betroffenen Golfküste schickt der Hurricane schon deutlich seine Vorboten voraus. Das Wasser aus dem Hurricane ist quasi angekommen an der Küste und treibt auf das Land. Auch wolkenbruchartige Regenfälle haben dort begonnen. In der Nacht wird Milton dann anlanden als der wohl stärkste Sturm der Region seit einem Jahrhundert. Wir haben es gehört, Kategorie 4, Windgeschwindigkeiten von 200, 250 Stundenkilometern in seinem Inneren. Die Golfküste, wo der Sturm anlandet, ist eine der dichtest besiedelten Küsten der USA. Und die Evakuierung eine der größten Operationen der letzten Jahre. Die Bürgermeisterin haben wir schon gehört. Sie sagte, gehen Sie oder Sie werden sterben. Die Städte wurden so gut wie möglich gesichert. Unmengen Wasser und Nahrung hingeschafft. Und wenn der Sturm durch ist, dann ist mit den Regen- und Wassermassen und Stromausfällen zu kämpfen. Und man kann nur hoffen, dass ausreichend Menschen diesen Evakuierungsaufforderungen rechtzeitig gefolgt sind.
So eine Naturkatastrophe ist ja auch immer ein Moment, in dem Politiker ihr Krisenmanagement beweisen können. Kann man schon sagen, wem dieser Sturm im Wahlkampf nutzt? Also der Sturm wird zum Teil auf zynische Weise benutzt für Anti-Regierungspropaganda. In den sogenannten sozialen Medien heißt es, die Katastrophenschutzbehörde würde die Menschen hinterher gar nicht mehr in ihre Häuser zurücklassen. Und beim Hurricane Helene behauptete Donald Trump gerade erst, die Regierung helfe den betroffenen Staaten gar nicht und das Geld für solche Desaster würde tatsächlich für illegale Migranten eingesetzt. Das alles stimmt nicht. Auch die republikanischen Gouverneure der betroffenen Staaten lobten die Biden-Regierung für schnelle und umfassende Hilfe. Aber diese Lügen zeigen eben, dass kein Thema mehr zu verantwortungsvoll ist, als dass Donald Trump es nicht nutzen würde, um damit der Regierung zu schaden, so kurz vor der Präsidentschaftswahl. Wer davon am Ende profitiert, ist schwer abzuschätzen. Aber wir erleben hier eines der wenigen Male, dass Trump selbst von republikanischer Seite für diese Aussagen kritisiert wird. Und das Zweite ist, dass Fachleute hier ganz klar von Klimawandel als Ursache sprechen, dass sehr warme Wasser im Golf von Mexiko, dass diese Hurricanes so stark intensiviert. Schwer vorstellbar, dass Trump, der den Klimawandel ja für eine Erfindung hält, dass ihm das an dieser Stelle nützt. Und die Betroffenen hier werden letztlich auch merken, dass Hilfe von der Bundesregierung durchaus ankommt, anders als Trump es ja behauptet. Claudia Beetz war das mit einer Schilderung aus der Krisenregion in Florida. Herzlichen Dank dorthin. Die deutsche Wirtschaft hat den Herbstblues. Viele Unternehmen blasen Trübsal, weil sie das Gefühl haben, die anstehenden Probleme wie den Umbau einer klimafreundlichen Wirtschaft, die Digitalisierung und die alternde Belegschaft nicht mehr gewuppt zu kriegen. Dazu kommen hohe Energiepreise und mangelnde Aufträge. Der Streit in der Regierung darüber, was die richtige Wirtschaftspolitik ist, hilft auch nicht. Wirtschaftsminister Habeck musste heute seine Prognose eines hauchdünnen Wachstums für dieses Jahr in ein, wenn auch geringes, Schrumpfen umwandeln und versuchte sich gleichzeitig in Optimismus. Karl Hinterleitner berichtet aus Berlin. Ohne seine Produkte würde nichts gehen im Auto. Ingmar Troniarski leitet die IT Group. Die Firma stellt zentrale Steuerungssysteme für Fahrzeuge her. Ein Automobilzulieferer aus Schwaben, 60 Mitarbeiter. Der Wettbewerb auf dem Weltmarkt wird für den Betrieb mit jedem Jahr härter. Das ist eine sehr schwierige Situation. Der Auftragseingang war in diesem Jahr extrem rückläufig. Es mangelt unseren Kunden, denke ich mal, an der Investitionssicherheit. Und es mangelt am Standort, an der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich. Und die Lage wird vorerst nicht besser. Robert Habeck heute Nachmittag in Berlin mit dem Eingeständnis, dass er die wirtschaftliche Entwicklung vor einigen Monaten zu positiv eingeschätzt hatte. Das hat zur Konsequenz, dass wir anders als in der Frühjahrsprognose noch gehofft und vorhergesagt, und wir heißt ja alle großen Institute und auch die Bundesregierung, die das wirtschaftliche Wachstum in diesem Jahr von 0,3 plus auf minus 0,2 korrigieren müssen. Der Aufschwung verzögert sich also ein weiteres Mal. Später soll er aber kommen. Statt des Minus von 0,2 in diesem Jahr erwartet das Wirtschaftsministerium 2025 ein Wachstum von 1,1%. Eine Einschätzung, die führende Wirtschaftsforscher skeptisch sehen. Ein großer Unterschied des Bundeswirtschaftsministeriums zu unseren eigenen Prognosen bei den Instituten ist, dass die Politik sehr viel optimistischer für nächstes Jahr auf die Konjunktur schaut, als wir das tun. Ich hoffe, dass diese Erwartung nicht enttäuscht wird. Ich teile diesen Optimismus der Politik für nächstes Jahr nicht unbedingt. Immerhin, die Inflation geht zurück. Für dieses Jahr erwartet die Bundesregierung eine Teuerungsrate von 2,2%. 2025 soll sie sogar auf genau 2% sinken. Eine gute Nachricht. Für die Industrie sind Reformen dennoch dringend erforderlich. Drei wesentliche Punkte. Erstens das Thema Infrastruktur deutlich wieder auf Vordermann bringen. Zweitens das Thema, wir brauchen eine Unternehmenssteuerreform. Wir sind schlicht nicht mehr wettbewerbsfähig. Und drittens, wir müssen beim Bürokratieabbau deutlich zügiger und breiter vorankommen. Alles in allem ein eher trüber Zukunftsausblick. Die deutsche Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr um einige Milliarden geringer ausfallen.
Und das wollen wir noch mal vertiefen mit unserem Wirtschaftsexperten Florian Neuhann an der Frankfurter Börse. Guten Abend dorthin, Florian. Die Wirtschaft ist ja auch immer sehr viel Psychologie. Sind wir gerade dabei, den Standort Deutschland schlecht zu reden, oder ist die Lage wirklich so dramatisch? Na, ich würde sagen, wie so oft stimmt beides. Auf der einen Seite sind wir durchaus Weltmeister im Schwarzmalen und haben Talent darin, eben auch Dinge schlecht zu reden. Und die Stimmung, die Zuversicht ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wer nicht zuversichtlich ist, der investiert nicht. Insofern brauchen wir mehr Zuversicht in Deutschland. Wir sehen aber gerade in der Industrie eine schlechte Stimmung. Die wird ja gemessen vom Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts. Und der ist im September zum vierten Mal in Folge gefallen. Wir sehen auch eine schlechte Stimmung bei den Verbrauchern. Wir haben zwar alle etwas mehr Geld in der Tasche, weil die Inflation fällt, aber es wird nicht mehr Geld ausgegeben, weil viele eben sagen, lieber sparen wir noch etwas. Dabei ist die Wirtschaft eigentlich, hat sie eigentlich eine starke Basis. Und das Ganze ist, wichtig zu betonen, auch nur ein Mini-Rückgang, keine Mega-Rezession. Auf der anderen Seite aber gibt es ja wirklich objektive Probleme, die sich nicht weglächeln lassen durch mehr Optimismus. Der Standort hat zu hohe Kosten, die Energiekosten sind zu hoch, der Fachkräftemangel ist da. Und die Zahl der Firmenpleiten ist auch heute wieder gekommen. Eine neue Meldung, die uns exklusiv vorliegt. Da gibt es einen alarmierenden Rekord, den das Institut für Wirtschaftsforschung Halle berechnet hat. Im dritten Quartal 2024 nämlich gab es so viele Firmenpleiten wie noch nie seit der Finanzkrise von 2010. Und die Forscher sagen auch, dass diese Zahl von Firmenpleiten in den nächsten Monaten eher noch steigen wird. Also keine Entwarnung. Die Bundesregierung wird hier also handeln müssen. Sie hat ja auch bereits ein kleines Wachstumspaket auf den Weg gebracht. Das ist ein kleiner Start mit Betonung auf klein. Auch der Wirtschaftsminister hat heute gesagt, das Ganze würde nicht ausreichen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Frage ist nur, ob seiner Regierung die Kraft reicht, um da noch etwas Größeres auf den Weg zu bringen. Danke für die Einschätzung. Florian Neuhann war das aus unserem ZDF Wirtschafts- und Finanzteam. Danke. Und wir machen weiter mit den Nachrichten und mit dir, Heinz. In Halle ist heute an den rechtsextremistischen Terroranschlag auf eine Synagoge vor 5 Jahren erinnert worden. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung forderten Bundespräsident Steinmeier und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, zum Einsatz gegen Antisemitismus und Rassismus auf. Zuvor hatten sie die Anschlagsorte besucht. 2019 hatte ein mittlerweile verurteilter Rechtsextremist versucht, schwer bewaffnet in die Synagoge einzudringen. Nachdem ihm dies misslang, tötete er 2 Menschen außerhalb des Gebäudes. Nachdem US-Präsident Biden seinen für diese Woche geplanten Staatsbesuch in Deutschland wegen des Hurrikans abgesagt hat, wird auch das internationale Spitzentreffen in Ramstein zur Lage in der Ukraine verschoben. Der ukrainische Präsident Zelensky kommt dennoch nach Deutschland. Für Freitag ist ein Treffen mit Bundeskanzler Scholz geplant. Das israelische Militär hat seine Angriffe im Gazastreifen und im Libanon verstärkt. Dort seien nach Armeeangaben rund 100 Hisbollah-Ziele zerstört worden. Dutzende Menschen sollen getötet worden sein. Im Norden Israels starben 2 Menschen durch Raketenbeschuss der Hisbollah. Die Miliz soll heute rund 60 Raketen auf Israel abgefeuert haben. Unterdessen hat Israels Regierungschef Netanyahu mit US-Präsident Biden telefoniert. Zum ersten Mal seit 7 Wochen. Dabei soll es auch um eine mögliche Reaktion auf Irans Raketenangriff Anfang Oktober gegangen sein. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an 3 Wissenschaftler für ihre Studien zu Proteinen. Eine Hälfte der Auszeichnung erhielt der US-Amerikaner David Baker. Ihm gelang es, neue Proteine herzustellen, etwa für Pharmazieprodukte und Impfstoffe. Zudem wurden die in Großbritannien forschenden Demis Hassabis und John Ciampa ausgezeichnet. Sie fanden eine Methode, um die Struktur von Eiweißen vorherzusagen, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Der Termin ist eigentlich eine Höflichkeitsgeste. Jedes Mal, wenn ein Land den 6-monatigen Vorsitz über die Ministertreffen in der EU innehat, hält der Regierungschef dieses Landes eine Rede vom Europaparlament. Viktor Orban also kam nach Straßburg, breitbeinig wie immer, von Höflichkeit keine Spur. Der Rechtspopulist aus Ungarn griff die EU, deren Mitglied sein Land ja ist, frontal an. Migranten dürften nicht hereingelassen werden. Das Embargo gegen russisches Öl und Gas ein Fehler. Die EU-Klimapolitik sowieso.
Allerdings erntete Orbán damit nicht nur Widerspruch. Die von ihm gegründete Rechtsaußenfraktion der Patrioten für Europa feierte seinen Auftritt. Lara Wiedeking berichtet aus Straßburg. Die Debatte hatte noch nicht begonnen, da wurden schon die Kampflinien klar. Abgeordnete der politischen Mitte hatten sich vorbereitet auf den Auftritt von Ungarns Regierungschef Orbán. Demokraten gegen Autokraten. Drinnen tritt Orbán selbstbewusst auf. Die Migrationsdebatte auch in Deutschland gibt seinen Rechtspopulisten Rückenwind. Das Wichtigste ist, dass die Europäische Union sich ändern muss. Dafür soll unsere EU-Ratspräsidentschaft als Katalysator fungieren. Doch für viele im Saal ist er ein Brandbeschleuniger. Vor den Augen der Kommissionspräsidentin greift er die EU frontal an, zeichnet ein düsteres Bild ihrer Zukunft. Schuld seien hohe Energiepreise, Klimaschutz, illegale Migration. Orbán will Europa zur Festung machen. Das europäische Asylsystem funktioniert einfach nicht. Illegale Migration hat zu einer Zunahme von Antisemitismus, Gewalt gegen Frauen und Homophobie geführt. 20 Minuten hat Kommissionspräsidentin von der Leyen Orbán zugehört, dann holt sie aus. Sie sieht in ihm einen korrupten Autokraten. Wie soll man einer Regierung trauen, wenn europäische Unternehmen willkürlichen Prüfungen unterzogen werden, ihre Zulassungen blockiert werden und wenn öffentliche Aufträge ohnehin nur an eine kleine Gruppe Begünstigter verteilt werden? Und Orbán umgibt sich gerne mit Autokraten. Zu Beginn der EU-Ratspräsidentschaft provoziert er mit seiner selbsternannten Friedensmission zum Ukraine-Krieg, traf sich mit Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin. Für manche ist nicht Putins Machtgier für den Krieg verantwortlich, sondern der ukrainische Durst nach Freiheit. Auf dem Kurznachrichtendienst X feiert er seine Rede als einen Triumph, gebadet im Applaus. Diese Bilder soll das ungarische Volk sehen. Nicht die Realität und die antifaschistischen Protestgesänge seiner Gegner. This is not the Eurovision, eh? Wir sind hier nicht beim Song Contest. Die demokratische Mitte lässt keinen Zweifel daran, dass sie in Orbán eine Gefahr für Europas Einheit sieht. Im Namen meiner Fraktion, Sie sind hier nicht willkommen. Dies ist das Haus der europäischen Demokratie, nicht der Korruption, Lügenpropaganda oder der autokratischen Herrschaft. In seiner Replik wehrt Orbán sich und greift von der Leyen persönlich an. Anstatt dass Sie die Hüterin der Verträge sind, haben Sie Ihr Amt als Kommissionspräsidentin zu einer politischen Waffe gemacht, die uns Patrioten angreift. Orbán inszeniert sich als Opfer und missbraucht die EU-Ratspräsidentschaft für seine nationale Agenda. Da fragen wir noch mal nach bei unserem Europakorrespondenten Ulf Röller, der die Debatte in Straßburg beobachtet hat. Ulf, die EU liegt ja nun schon seit Jahren im Dauerclinch mit Viktor Orbán, der inzwischen der dienstälteste Regierungschef in der EU ist. Was war bei diesem Schlagabtausch heute trotzdem anders? Also ich glaube, was wirklich anders war, war die Intensität, die Aggressivität, die man im Saal gespürt hat. Ja, eigentlich die Wut zwischen den Rechtspopulisten und eben Orbán auf der einen Seite und der politischen Mitte auf der anderen Seite. Und dann gab es eben diesen absolut undiplomatischen Schlagabtausch, den Frontalangriff von Orbán auf die EU-Institution, den eben dann von der Leyen als Kommissionspräsidentin komplett abgeblockt hat und ihn sehr massiv kritisiert hat und ihn eigentlich auch skizziert hat, Orbán als eine Gefahr für Europa. Normalerweise ist Orbán ja schon lange ein Provokateur, aber er wirkte doch früher immer auf der Brüsseler und Straßburger Bühne isoliert. Und jetzt hat man das Gefühl, dass Orbán sich ziemlich sicher ist, dass der Zeitgeist auf seiner Seite steht, dass die Rechtspopulisten an Kraft gewinnen, an Wahlen gewinnen. Und das macht ihn mutiger und das macht ihn vor allem aggressiver. Das hat Ursula von der Leyen gespürt. Deswegen hat sie als Kommissionspräsidentin ihre Rolle verlassen, war nicht mehr neutral und war quasi so etwas wie eine europäische Regierungschefin, die voll gegen Orbán argumentiert hat. Dieser Konflikt ist noch lange nicht vorbei, sondern ich glaube, dass er sich in den nächsten Wochen und Monaten weiter vertiefen wird. Und der Konflikt spielt ja auch noch auf einer anderen Ebene, nämlich dass
Orbán immer wieder EU-Vorhaben blockiert. Gerade geht es um den europäischen Teil eines 50 Milliarden Dollar Hilfspakets für die Ukraine. Wie viel Macht hat Viktor Orbán noch im Kreis der europäischen Staats- und Regierungschefs? Das ist schwer zu sagen. Da kann man so eine klassische Europa-Antwort geben. Ja, er hat Macht, aber nein, auch nicht so viel, wie er vielleicht glaubt. Man muss wissen, alle Aktionen, die man machen will, um Sanktionen gegen Russland zu beschließen oder auch die Ukraine-Hilfe zu beschließen, muss einstimmig in der EU beschlossen werden. Und da hat Orbán eben ein Vetorecht und dies nutzt er oder er droht damit, um die EU zu erpressen, weil er braucht die Hilfe der EU, er braucht die Gelder der EU. Seine Wirtschaft hängt am Tropf von Brüssel und die Kommission hat bis zur Zeit, glaube ich, 20 Milliarden Euro quasi auf Halde gesetzt, weil Orbán gegen Rechtsstaatlichkeit verstößt und an das Geld will er ran, da muss er sich eben dementsprechend benehmen. Man könnte also sagen, Orbán befindet sich quasi in einer Zwangsehe mit der EU. Er möchte nicht so richtig hier dabei sein, aber er braucht sie und man weiß, Zwangsehen, das sind keine glücklichen Beziehungen. Nee, das sind schwierige Beziehungen. Danke, Ulf Röller, war das aus Straßburg. Dieses Ungarn, das sich heute rapide in Richtung Autokratie zurückentwickelt, dieses Ungarn hat im Sommer 1989 einen entscheidenden Schritt dazu beigetragen, dass die Wende in der DDR geschehen konnte, indem der ungarische und der österreichische Außenminister zusammen den Grenzzaun nach Österreich aufschnitten. Es war, als ob sie einen Geist aus der Flasche gelassen hätten. Heute Abend nun erinnert Leipzig mit dem Lichtfest an die entscheidende Montagsdemonstration heute vor 35 Jahren. Die Kerzen stehen für die Hoffnung und den Mut von damals, als 70.000 Menschen auf die Straße gingen und die DDR-Staatsmacht nicht eingriff. Anja Chalet schaut zurück. Leipzig heute Abend vor dem Lichtfest. Es soll daran erinnern, was hier im Herbst 89 geschehen ist. 35 Jahre friedliche Revolution. Bundeskanzler Scholz ist gekommen und auch Siegbert Schäfke ist dabei. Er hat am 9. Oktober 89 mit dafür gesorgt, dass diese Bilder der Montagsdemo mit 70.000 Menschen um die ganze Welt gehen. Wir sind das Volk, war die Losung. Die Menschen überwinden ihre Angst, stellen sich tausenden Polizisten entgegen. Vier Wochen später fällt die Mauer. Die DDR ist Geschichte, ohne dass ein einziger Schuss gefallen ist. In seiner Rede macht Bundeskanzler Scholz klar, dass die Demokratie gerade jetzt gegen ihre Feinde verteidigt werden muss. Wir sind das Volk. Es ist unerträglich, wie schäbig Populisten und Extremisten diese Worte heute missbrauchen. Sie sagen wir und meinen ihr nicht. Die sagen Volk und meinen Rasse. Sie bekämpfen die Demokratie. Der Widerspruch zur Freiheitslosung der Frauen und Männer des 9. Oktober 1989 könnte nicht größer sein. Vom Turm der evangelisch-reformierten Kirche in Leipzig filmten der Journalist Schäfke und sein Freund damals heimlich die entscheidende Demonstration. Daher sagte denn zu mir mein Freund, Sigi, wenn das morgen im Westfernsehen läuft und das die DDR-Bürger alle sehen, das wird nicht nur die DDR und Deutschland verändern, das wird Europa und die Welt verändern. Und so kam es auch. Beim Lichtfest geht es auch darum, wachzuhalten, wozu eine Diktatur führen kann. Und hier geht es jetzt nochmal weiter mit Heinz Wolf und den Nachrichten. Und da kommen wir nochmal zurück zum Wetter. Zum Wetter hier bei uns, genau. Es gibt Unwetterwarnungen, aktuelle des Deutschen Wetterdienstes. Gewarnt wird vor ergiebigem Dauerregen in mehreren Bundesländern. Betroffen sind Regionen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland. Und gewarnt wird auch vor Orkanböen in Teilen von Baden-Württemberg in Lagen über 1000 Metern. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 8, 15, 24, 34, 38, 46. Und die Superzahl 3. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Und dann wird dieser Tage noch ein runder Geburtstag gefeiert. Die Aktion Mensch wird 60 Jahre alt. Ziel der größten deutschen Soziallotterie sei es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern, so die Organisation.
Am 9. Oktober 1964 startete die TV-Lotterie, damals noch unter dem Namen Aktion Sorgenkind. Bis heute hat die Organisation mehr als 5,4 Milliarden Euro an soziale Projekte vergeben. Das ZDF ist seit Beginn Mitglied der Aktion Mensch. Und zum Schluss noch zu der Fußballmeldung des heutigen Tages. Kloppo, bürgerlich Jürgen Klopp, ist doch kein Heiliger. Er kann nicht über Wasser gehen, sondern hat einen Vertrag als Global Head of Soccer beim Getränkehersteller Red Bull unterschrieben. Ausgerechnet Jürgen Klopp, der Trainer, der uns allen das Gefühl gab, dass er bei Mainz 05 war, weil er nur diesen Verein liebte und nur aus noch größerer Leidenschaft nach Dortmund oder Liverpool wechselte. Dieses Image hat natürlich nie gestimmt, denn Geld hat Klopp jede Menge verdient und möglicherweise ist RB Leipzig genauso kapitalistisch wie Borussia Dortmund. Über den Coup von Red Bull und den Sturz vom Fußballsockel berichtet Gary Pauband. So kennt Fußballdeutschland Jürgen Klopp. So hat Fußballdeutschland ihn auch lieben gelernt. Als Trainer sammelte der 57-Jährige mit Borussia Dortmund und Liverpool zahlreiche Titel, wurde deutscher und englischer Meister, gewann 2019 die Champions League. Klopp gilt als Traditionalist. Klopp ist Kult. Und noch wichtiger, Klopp ist die Garantie für Erfolg. Und ab 2025 ist Klopp nun also auch Red Bull. Ich habe gesagt, dass ich mich erstmal nicht mehr an der Seitenlinie sehe. Aber ich liebe den Fußball und ich liebe es zu arbeiten. Und Red Bull gibt mir die perfekte Plattform dafür. Jürgen Klopp hält sich also an sein Wort, wird nicht Trainer, sondern schlüpft als Head of Global Soccer in eine strategische Führungsrolle, soll als Fußballchef die weltweite fußballerische Entwicklung im RB-Kosmos vorantreiben. Wir sind sehr stolz auf diese herausragende und sicherlich stärkste Verpflichtung in der Fußballgeschichte von Red Bull, heißt es. Die Motivation simpel: Klopps Einfluss und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten nutzen. Sein Charisma ist dabei aber die wohl entscheidendste Ware. Der eh aus Fansicht oft kritisch beäugte Konzern kauft diesmal mit Millionen in erster Linie also keine Titel, sondern wohl ein besseres Image. Zumindest könnte das eine Hoffnung sein. Ein Move, der allerdings auch Klopps Ruf beeinträchtigen könnte, aber nicht muss. Fußballromantiker werden sagen, das geht gar nicht. Aber letztlich geht er den Weg, den seine Vereine Borussia Dortmund und der FC Liverpool vor ihm schon gegangen sind, vom Traditionsklub zu einem global operierenden Wirtschaftsunternehmen. Nach Medienberichten hat Jürgen Klopp für 5 Jahre unterschrieben. Selbst danach könnte er noch immer Bundestrainer werden. Ob früher? Ungewiss. Genauso ungewiss, ob es künftig mehr solcher mit seinem Gesicht bemalten Häuserwände geben wird. Das war's von uns für heute. Wir empfehlen Ihnen jetzt noch das Auslandsjournal, für das Antje Pieper durch die wahlentscheidenden Swing States in den USA gereist ist. Und um 0.30 Uhr meldet sich dann Christopher Wehrmann mit unserem Heute-Journal-Update. Danke für Ihr Interesse. Haben Sie noch einen schönen Abend. Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Der Blick wieder auf den Golf von Mexiko und auf den Ausnahmesturm Milton. Und dieser Sturm hat derzeit Kategorie 4, hat sich aber rasant verstärkt. Innerhalb von 48 Stunden ging es hoch auf 5 und jetzt wieder etwas weniger, wird aber mit Böen von 200 Kilometer pro Stunde Florida überqueren. Ja, und dieser Sturm wurde natürlich von dem zu warmen Golf von Mexiko regelrecht aufgeheizt. Wir schauen auf einen anderen Sturm. Das ist der ehemalige Hurricane Kirk. Kommt als Sturmtief zu uns, bringt subtropische Luftmassen mit. Das bedeutet, die sind warm und feucht auf der Rückseite. Ja, da kommt kühlere Luft und so wird es in den nächsten Tagen ruhiger. Die Regenmengen sind groß. Im Westen 80 Liter auf dem Quadratmeter und 25 Liter im Nordosten. Und der Wind ist auch kräftig.
80 bis 140 Sachen hier im Südwesten. Die 140 sind Orkanböen und in den höheren Lagen zu erwarten, in den höchsten Gipfeln 65 Kilometer pro Stunde nach Osten hin. Und dabei wird der Sturm dann allmählich auch schwächer werden. Ja, und wir schauen in die Nacht im Westen, also kräftiger Regen, im Südwesten Sturmankunft. Ansonsten im Osten erstmal trocken, das bei tiefsten Temperaturen bis 15 Grad im Osten und 10 Grad an den Alpen, 9 Grad in der Eifel. Und morgen dann Sturmschwerpunkt in der Mitte. Das Ganze verlagert sich dann nordostwärts, dabei viel Regenschauer und Gewitter. Temperaturen dann 20 Grad im Osten und 13 Grad an den Alpen. Die nächsten Tage werden ruhiger und Samstag sonniger. Schönen Abend.